die dafür 15 Spiele gewinnen. Da brauchen wir nur noch einen Sieg, 30 Tore, 20 vorbereitet mit La Liga-Spielern, natürlich die Tore schießen. 4 von außerhalb mit La Liga-Spielern und 6 Angestellte. Das werdet ihr hinkriegen. Manager, Meisterstück natürlich und ja, da baut ihr am besten, wie ihr wollt. Ihr müsst halt ein 77er-Team haben, 3 von den hier Silberspielern. Und wir haben so gebaut, dass wir den Pelé einbauen können. Da geben die meisten Gegner gerne mal auf, wenn der reinkommt. Gucken wir mal. Wird das auch unser letztes Spiel sein? Wird das auch unser letztes Spiel sein? Let's go, Digga. Let's go, Alter. Gegen Dumbele. Bei uns in der Party unser Transfergenie Coyote. Und falls ihr euch fragt, warum er so ruhig ist, dann wisst ihr warum. Er macht schon wieder einen Transfermarkt rum. Wobei, manchmal habe ich das Gefühl, der hackt diesen scheiß Transfermarkt. Da ist dann auf einmal so eine Mille drauf, dann nochmal. Crazy Typ, dieser Coyote, crazy. Rodrigo über die Außen. Will jetzt natürlich in die Mitte spielen. Doch, hey, Lorenzo. Hat dein Konto gesperrt, Alter. Danke, du, Alter. Danke, danke. Für was denn, Alter? Bruder, du. Ah ja, der kauft günstige Spieler, verkauft sie teurer wieder und das halt die ganze Zeit. Wir werden mal hier auch nächstes Jahr ein schönes Transfervideo reinstellen. Vielleicht dann auch mit Camp, wer weiß. Wir haben ja letztes Jahr schon gesagt, dass wir streamen. Ohne Maske, Alter. Wer ja, weiß, Alter. Wer ja, weiß. Wer weiß. Oh, der spielt nicht schlecht, der Bub. Der spielt nicht schlecht. Wohin? Upamecano, sehr geil, Bro, sehr geil. Ja, ich versuche hier gerade. Du bist gerade im letzten Spiel, oder? Ja, ja. 1-0. Und jetzt tun wir Pelé rein. Ich glaube, der haut ein paar Main-Spieler rein jetzt. Den Gegner? Mhm. Also ich habe Pelé reingehauen. Okay. Ich glaube, Soldado würde ich jetzt nicht als Main-Spieler bezeichnen. Was? Der hat Soldado eingewechselt. Glaube ich. Zumindest. Ah. Vielleicht hat auch niemand reingewechselt. Einfach, manche Bälle sind einfach so frech gespielt, Digga. Das ist so frech wie. Aha, Spiel, komm. Yeah, it's FIFA, Alter. Ah ja. Ja, Scheiße. Boah, schöne Flanke. Aber abseits. Gesundheit. Oh, Entschuldigung, Männer, Alter. Corona ist alles am Start, gut, Alter. Alles gut, alles gut. Pelé ist am Start. Auf Christian Tello und er macht das 2-0. Drücken wir mal auf Start. Und der Kollege geht raus, sage ich. Jawohl. Und somit haben wir Gonzalo. Keine Ahnung, wie der weiter ist. Wir machen den ja eh nur, um SBC-Futter zu haben. Ja, Jungs, das war's auch schon wieder von Urabe, der euch mal hier so schön mal gezeigt hat, wie das Ganze funktioniert. Andere Spieler haben den Player bestimmt, wir spielen ihn nicht. Wir wollten ihn auch gar nicht erst machen. Haben dann gestern kurz in einer halben Stunde Romarinho gemacht.
heute jetzt in 2 Stunden diesen Spieler, ist in Ordnung, bisschen Zeit vergeudet, passt. Was willst du machen? Ist ja gerade Corona-Tag. Lernt bei Bruder Uri. Haut rein, hört auf zu cashen und macht auch ein RTG-Team. Peace out.